habe so eine Demo gesehen. Da waren dann Maßnahmenkritiker auf der einen Seite, Antifa auf der anderen Seite. Und beide haben sich beschrien und Nazi gerufen. Das ist doch ein Klassiker im Grunde genommen. Ja. Das ist doch ein Klassiker. Aus der schwarzen Fraktion, die jetzt, ich weiß gar nicht, ob die mich als, ich bin ja auch so ein paar Idioten, die halten mich für einen Rechtsradikalen. Das ist so vollkommen, da frage ich mich, ist da überhaupt noch irgendwas oder haben die schon einen Chip im Kopf? Kann ich auch nicht ergründen, weil mit den meisten kannst du dich ja gar nicht unterhalten. Die zerlegen wir ja im Grunde genommen mit ein paar Sätzen. Aber die setzen sich dem gar nicht aus, weil die genau wissen, dass wir Verschwörungstheoretiker sind. Können aber noch nicht mal den Begriff exemplifizieren. Wissen gar nicht, was das ist. Kann man das essen? Ist das ein neues Haargel? Schmiert man sich das als Puder unter die Arme oder was ist das? Ja, ich glaube, du bist sehr klar, wie du das formulierst.